Ja, hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu diesem Video. Sie haben mehr Macht, als Sie denken, mit Machtkompetenz in die Gehaltsverhandlung. Mein Name ist Karin Schwar und ich bin Gründerin von Gehaltssprung für Sie und unterstütze qualifizierte und im Job erfolgreiche Frauen dabei, gut gelaunt und bestens vorbereitet in die Gehaltsverhandlung zu gehen. In diesem Video wollen wir uns einfach ein bisschen näher ansehen, was ist eigentlich Verhandlungsmacht, welche Machtquellen gibt es, was kann man tun, um seine eigene Verhandlungsmacht zu stärken und was gehört zu einer guten Verhandlungsvorbereitung eigentlich dazu. Vielleicht noch, bevor wir dann so starten und ich in die Präsentation umschalte, ein paar Worte zu mir. Ich habe über 30 Jahre Berufserfahrung in der freien Wirtschaft sammeln können, davon über 15 Jahre als Führungskraft auf beiden Seiten des Verhandlungstisches und habe mich sowohl theoretisch als auch praktisch ganz viel mit dem Thema Verhandlungen beschäftigt und möchte ganz gerne für Sie Theorie und Praxis auch in diesem Webinar oder in diesem Video ein bisschen unter einen Hut bringen. Ich schalte gleich um in die Präsentation und freue mich auf Sie. Vielen Dank. So, und wie angekündigt, habe ich ein paar Folien vorbereitet zu dieser ganzen Thematik, also steigen wir direkt ein. Nochmal der Titel dieses Videos: Sie haben mehr Macht, als Sie denken, mit Machtkompetenz in die Gehaltsverhandlung, gut gelaunt und bestens vorbereitet. Nochmal an dieser Stelle ein herzliches Willkommen. Mir ist natürlich bewusst, dass der Titel einige Begriffe enthält, die im ersten Moment vielleicht nicht sonderlich sympathisch klingen. Macht, Machtkompetenz, Gehaltsverhandlungen. Oh je, jetzt wird's ernst. Doch es ist einfach hochspannend, sich mit diesen Begriffen mal etwas zu beschäftigen und die Erkenntnisse daraus dann auch zielgerichtet nutzen zu können. Möglicherweise denken Sie häufiger mal, die andere Seite hätte grundsätzlich die besseren Karten, aber seien Sie ganz sicher, auch Sie haben Trümpfe auf Ihrer Seite. Davon unabhängig jedoch nochmal zur Einstimmung ein paar kleine Fragen. Würden Sie sagen, dass das Wort Macht bereits ein ungutes Gefühl auslöst? Haben Sie häufiger mal das Gefühl, keine Macht zu haben? Geht es Ihnen vielleicht mit dem Wort Verhandlungen auch nicht unbedingt so viel besser? Und fühlen Sie sich speziell für Ihre Gehaltsverhandlungen manchmal auch machtlos? Oder denken Sie einfach nur, es schadet auch nicht, sich mit diesen Thematiken mal ein bisschen zu beschäftigen und sich auch besser auszukennen. Dann sind Sie hier genau richtig und ich würde sagen, bleiben Sie dran, weil Machtkompetenz zu entwickeln sich natürlich nicht nur für die Gehaltsverhandlung lohnt. Und das Ziel dieses Videos nochmal, wir wollen den Begriffen Macht, Machtkompetenz und Gehaltsverhandlungen einfach ein wenig den Schrecken nehmen, weil wir uns das bewusst machen, worum es da eigentlich geht. Und wenn wir uns die Dinge bewusst machen, sie dann auch häufig automatisch ihren Schrecken verlieren. Für wen eignen sich die Inhalte dieser Präsentation nun nochmal ein bisschen konkreter? Wenn Sie sagen würden, Ihr Job hat sich prächtig entwickelt, Ihr Gehalt aber nicht unbedingt und Sie möchten, dass sich das auch endlich mal auszahlt, Sie aber auch sagen, Sie möchten auch anerkannt und ernst genommen werden und Karriere zu machen klingt für Sie nicht wie eine Bedrohung, sondern wie eine Chance. Und Sie haben das Gefühl, dafür genügt es nicht, sich nur fachlich weiterzuentwickeln und haben immer mehr den Eindruck, dass es im Arbeitsleben eben Spielregeln gibt, die nicht immer so leicht durchschaubar sind. Und dass diese auch mit Macht zu tun haben könnten, dann bleiben Sie auf jeden Fall dran. Doch besonders am Herzen liegt es mir, Frauen dieses Thema näher zu bringen. Ich hatte schon erwähnt, dass es mir besonders darum geht, qualifizierte und im Job erfolgreiche Frauen, die bereits auch einige Jahre Berufserfahrung haben, dabei zu unterstützen, gut gelaunt und bestens vorbereitet in die Gehaltsverhandlung zu gehen. Aber warum Frauen? Zunächst mal bin ich natürlich selbst eine Frau und da liegt es auch nahe, andere Frauen zu unterstützen. Außerdem bin ich aber nach vielen Jahrzehnten in der freien Wirtschaft auch der Überzeugung, dass es für Frauen, die sich auch im Berufs- und Arbeitsleben erfolgreich behaupten wollen, sehr sinnvoll ist, sich mit den immer noch geltenden Spielregeln zu beschäftigen. Frauen haben ihr Bildungsdefizit gegenüber Männern aufgeholt, was allerdings nicht bedeutet und schon gar nicht automatisch, dass sie die gleichen beruflichen Chancen haben.
Sie verdienen nach wie vor weniger als Männer, sind seltener in Führungspositionen. All diese Dinge sind bekannt. Und es liegt auch daran, dass Stereotype in unserer Gesellschaft noch immer stark verankert sind und tradierte Rollenbilder auch bis heute unser Arbeitsleben bestimmen. Es ist also besonders für Frauen unbedingt notwendig, sich das bewusst zu machen, um dann auch individuell damit umgehen zu können. Und das Thema Macht spielt im Arbeits- und Berufsleben noch immer eine große Rolle. Daher liegt es mir besonders am Herzen, wie gesagt, Frauen mit dieser Thematik ein bisschen vertrauter zu machen und vielleicht ein paar Hinweise, Impulse und Denkanstöße zu geben, wie sie sich ihrer Macht auch bewusster werden können. Daher jetzt nochmal ein paar Hinweise. Nehmen Sie sich also einfach die Zeit, wenn Sie sich jetzt so angesprochen gefühlt haben, und konzentrieren Sie sich auf die Inhalte. Schalten Sie einfach alles aus, was Sie ablenken könnte. Und noch ein organisatorischer Hinweis: Sie werden unter diesem Video auch ein Handout verlinkt bekommen, was die wichtigsten Headlines aus der Präsentation einfach nochmal übersichtlich aufbereitet hat. Die Inhalte dieses Handouts sind in der Präsentation auch gekennzeichnet, sodass Sie das dann nicht mitschreiben müssen. Wenn Sie allerdings jetzt individuelle Impulse oder Ideen während dieser Präsentation haben, dann würde ich doch empfehlen, sich das einfach mal schnell zu notieren, und das ist dann hinterher sicherlich eine sehr wertvolle Ergänzung zu dem angekündigten Handout. Und damit kommen wir nun auch noch einmal zur Inhaltsübersicht dieser Präsentation. Wir werden uns der Reihe nach ansehen, was ist eigentlich Verhandlungsmacht. Wir werden auch einen kurzen Abstecher in das Harvard-Konzept machen, weil wenn man beginnt, sich mit Verhandlungen zu beschäftigen, man am Harvard-Konzept eigentlich kaum vorbeikommt. Allerdings ist die Thematik Macht im Harvard-Konzept ein bisschen anders ausgerichtet, als wir das jetzt hier uns in der Präsentation angucken. Und deswegen eben auch nur ein kurzer Abstecher. Wir werden uns nochmal ansehen, warum es wirklich Sinn macht, Machtkompetenz zu entwickeln. Wir werden uns verschiedenste Machtquellen ansehen und daraus resultierend natürlich gucken, was kann man nun konkret tun, um seine Verhandlungsmacht zu stärken. Und last but not least gibt es meine persönliche Piazza-Formel für gute Verhandlungsergebnisse. Und damit starten wir dann auch gleich in das erste Kapitel. Was ist eigentlich Verhandlungsmacht? Verhandlungsmacht besteht aus zwei Bestandteilen. Wir haben die Begriffe Verhandlungen und Macht in einem Wort. Das klingt jetzt sehr banal, ist es aber keineswegs. Und deswegen werden wir uns jetzt die Begriffe getrennt voneinander mal ein wenig genauer ansehen. Und damit starten wir dann auch mit der Verhandlung. Was ist eigentlich eine Verhandlung? Alle denken, natürlich wissen wir doch, was eine Verhandlung ist, aber wissen wir das wirklich? Ich würde da ganz gerne einfach mal mit einer kleinen Definition starten. Man spricht von einer Verhandlung, wenn Personen oder Parteien unterschiedliche Interessen haben und miteinander kommunizieren, um zu einer Einigung zu kommen. Und das ist natürlich dann schon mal ganz spannend, weil eigentlich ist Verhandeln auch nichts anderes als Kommunikation. Diese Definition werden Sie übrigens in Ihrem Handout finden. Das müssen Sie jetzt nicht mitschreiben. Es handelt sich also um eine Verhandlung, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind. Es besteht eine wechselseitige Abhängigkeit. Es liegt ein Interessenkonflikt vor, doch eine Übereinkunft wird als Ziel der Verhandlung gesehen, und es herrschen ungefähr gleiche Machtverhältnisse. Dabei ist es natürlich ganz hilfreich, sich klarzumachen, dass es für beide Seiten in einer Verhandlung erstrebenswert ist, zu einer vernünftigen, tragfähigen und vertrauenserhaltenden Einigung zu kommen. Also auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht so scheint, als säße der Vorgesetzte immer am längeren Hebel, ist das natürlich Unsinn. Anders als vielleicht in einem Bewerbungsverfahren gilt in einem bestehenden Arbeitsverhältnis immer auch eine wechselseitige Abhängigkeit. Man sitzt einfach in einem Boot und es ist für beide Parteien notwendig, zu einer Übereinkunft zu kommen, die für beide Seiten passt. Ansonsten wird auch einfach keine vertrauensvolle und zielführende Zusammenarbeit möglich sein.
Und das liegt nicht nur im Interesse der Mitarbeiter, sondern vor allem natürlich auch im Unternehmensinteresse. Von daher ist das sehr hilfreich, sich das einfach auch nochmal klarzumachen. Im Umkehrschluss bedeutet das also, wenn eine Partei etwas anweisen oder schlicht überzeugen kann, können wir gar nicht von einer Verhandlung sprechen. Und damit kommen wir zu dem zweiten Bestandteil des Wortes Verhandlungsmacht. Was ist eigentlich Macht? Auch das wieder ein Begriff, wo wir alle denken, da können wir doch was mit anfangen. Doch wenn Sie sagen, oh, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, so wirklich greifbar ist das für mich gar nicht, dann kann ich Sie beruhigen. Es ist nämlich gar nicht so einfach, Macht zu beschreiben oder zu definieren. Ich habe zu dem Thema nun wirklich viel gelesen und mich in alle Richtungen dann auch mal versucht zu informieren. Und es gibt beispielsweise für 5 Euro aus dieser berühmten Reklam-Universal-Bibliothek diese kleinen gelben Heftchen auch ein Heft mit dem Titel Was ist Macht? Und der erste Satz auf dem Buchrücken lautet: Trotz aller Selbstverständlichkeit, mit der man den Begriff Macht verwendet, ist seine eigentliche Bedeutung unklar. Und das finde ich ja schon mal ziemlich spannend. Es gibt natürlich jede Menge kluge Leute, die sich mit dieser Thematik beschäftigt haben und auch Definitionen dazu anbieten, wie zum Beispiel der berühmte Soziologe Max Weber oder auch die Philosophin Hannah Arendt. Dennoch denke ich, kommen wir jetzt mit Definitionen nicht so wirklich weiter, sondern wir gucken uns einfach mal an, was sind denn die Eigenschaften von Macht? Sie sehen auch hier ein Sternchen oben in der Überschrift auf der Folie. Das heißt, diese Dinge werden Sie auch im Handout später wiederfinden, sodass Sie das jetzt nicht mitschreiben müssen. Also es könnte doch einfach mal ungeahnte Macht verleihen, sich die Eigenschaften von Macht zu verdeutlichen. Und da würde ich jetzt gerne folgende Punkte anbieten. Macht ist erstmal ein Potenzial. Also Macht ist auch dann vorhanden, wenn sie nicht akut ausgeübt wird. Dennoch wird Macht nur in Beziehungen wirksam. Macht ist kontextabhängig und Macht kann sehr dynamisch sein und sich schnell verschieben. Das klingt jetzt hoffentlich nicht zu kryptisch, aber es gibt so ein berühmtes Beispiel von dem Kind im Supermarkt, das jetzt irgendwo ein Objekt der Begierde entdeckt hat und seiner Mutter die Hölle heiß macht, dass das auf jeden Fall im Einkaufswagen landen muss. Und da sehen wir ganz gut, eigentlich hätte die Mutter die Macht, einfach Nein zu sagen. Doch das Kind erkennt dieses Potenzial und ist sich natürlich seiner Macht gar nicht unbedingt bewusst, aber diese Macht jetzt auch einfach mal eine Szene machen zu können, zeigt ganz deutlich, ne, dass Macht kontextabhängig ist und sie eben auch einfach wahrgenommen werden muss. Also das ist dann der letzte Punkt, Macht muss auch wahrgenommen werden. Und damit kommen wir nun zu dem bereits angekündigten kurzen Abstecher in das Harvard-Konzept und die Macht. Ich habe das jetzt mit reingenommen, weil man an dem Harvard-Konzept eigentlich kaum vorbeikommt, wenn man anfängt, sich mit der Thematik Verhandlungen zu beschäftigen. Es ist eben einfach ein Buch, der Klassiker der Verhandlungstechnik, was auf verschiedenen Prinzipien beruht und das sachgerechte Verhandeln propagiert, was nichts anderes bedeutet, als dass ein Verhandlungsergebnis fairen Maßstäben genügen muss. Und das ist jetzt auch der Grund, warum ich es kurz erwähne, weil in den Prinzipien des Harvard-Konzepts der Begriff Macht erstmal nicht direkt vorkommt, was dem Harvard-Konzept allerdings auch viel Kritik eingebracht hat, weil es eben Menschen gibt, die sagen, nicht alle Verhandlungspartner sind wirklich an fairen Maßstäben interessiert. Daher also nur ein kurzer Abstecher mit der Erwähnung des Harvard-Konzepts in Bezug auf Verhandlungen. Und weil es auch eine ganz schlichte und eingängige Definition gibt zum Thema Verhandlungsmacht. Und das Harvard-Konzept sagt, Verhandlungsmacht ist die Fähigkeit, jemanden zu überzeugen, etwas zu tun. Und das finde ich ist ein bemerkenswerter Satz, um auch dem Begriff Verhandlungsmacht ein wenig den Schrecken zu nehmen. Weil jemanden zu überzeugen, etwas zu tun, das machen wir, ohne dass wir uns irgendwie darüber Gedanken machen, ob wir in einer Verhandlung stecken oder wer mächtiger sein könnte, eigentlich von morgens bis abends. Und damit sind wir wieder bei der Thematik,
dass Verhandeln eigentlich nichts anderes ist als Kommunikation. Und an dieser Stelle noch ein Hinweis. Auf meiner Webseite, in meinem Blog, gibt es auch einen ausführlichen Beitrag zum Harvard-Konzept, der auch in Ihrem Handout nochmal verlinkt ist. Also wer sich damit näher beschäftigen möchte, der sei herzlich eingeladen, das da auch nochmal nachzulesen. Und darauf Bezug nehmend kommen wir auf die Frage zurück, Machtkompetenz entwickeln, muss das wirklich sein? Ich möchte da ganz gerne mit einem kleinen Tipp starten. Und zwar könnte man Machtkompetenz als Teil von Sozialkompetenz betrachten, was auch erstmal dann deutlich sympathischer klingt, würde ich jetzt mal sagen. Weil Sozialkompetenz ist natürlich was, was auch allgegenwärtig ist, was hochgelobte Softskills und all diese Dinge anbetrifft, die wir sicher in den Bereich Sozialkompetenz packen würden. Und das als Teil also Machtkompetenz als Teil von Sozialkompetenz zu betrachten, ist auch ein Tipp von Christine Bauer-Jelinek. Und in dem Zusammenhang würde ich ganz gerne auf zwei Bücher hinweisen von Christine Bauer-Jelinek, die als Wirtschaftscoach und Psychotherapeutin das gesamte Thema Macht zu ihrem Arbeitsschwerpunkt gemacht hat. Und diese beiden Bücher heißen Die geheimen Spielregeln der Macht und die Illusion der Gutmenschen sowie Die helle und die dunkle Seite der Macht. Und da würde ich jetzt ganz gerne, um da mal einen kleinen Eindruck zu vermitteln, ein paar Zitate einfügen, weil Christine Bauer-Jelinek schreibt in den geheimen Spielregeln der Macht: Menschen, die ihren Illusionen über die Spielregeln der Macht erliegen, stecken laufend Misserfolge ein, ohne zu wissen, warum. Und das ist vielleicht ein Satz, der einen mal kurz innehalten lassen könnte, dass man mal reflektiert, wo hat man vielleicht in der Verhandlung nicht so abgeschnitten, wie man das gerne gewollt hätte, und hat man unter Umständen dabei auch Machtverhältnisse nicht entsprechend berücksichtigt oder ignoriert oder was auch immer. Ich denke, da hat jetzt jeder so seinen eigenen Impuls, was ihm dazu einfällt. Und dabei bleiben wir dann auch noch mal einen Moment. In ihrem Buch Die helle und die dunkle Seite der Macht schreibt sie: Durch die Arbeit mit meinen Klientinnen und Klienten hatte ich Gelegenheit, zahlreiche Lebensgeschichten kennenzulernen, deren Probleme zwar unterschiedlich waren, durch die sich jedoch meist derselbe rote Faden zog: die Verweigerung der Macht. Im Laufe der Beratung verbesserten sich meist sowohl ihre Leistung als auch ihre Lebensqualität, wenn es den Menschen gelang, die Sehnsucht nach einer machtfreien Welt als Illusion zu identifizieren und ihre eigenen Machtquellen zu erschließen. Und dann komme ich noch zu einem dritten Buch. Es gibt einen zugegebenermaßen umstrittenen Bestseller, der heißt Die 48 Gesetze der Macht von Robert Greene. Und der beschreibt es folgendermaßen: Das Gefühl, über Menschen und Vorgänge keine Macht zu haben, ist uns im Allgemeinen unerträglich. Wenn wir hilflos sind, fühlen wir uns elend. Niemand will Macht abgeben, alle wollen mehr. In der heutigen Welt ist es jedoch gefährlich, als zu machthungrig zu erscheinen, zu unverhohlen seine Machtspielchen zu treiben. Fairness und Anstand werden von uns erwartet, also müssen wir subtil vorgehen. Schicklich, aber schlau, demokratisch, aber diabolisch. Also auch nochmal eine Antwort auf die Frage, Machtkompetenz entwickeln, warum? Und auf dem Buchrücken dieses Bestsellers kommentiert ein anderer Bestsellerautor, Rolf Dobelli: Die Strategeme der Macht müssen Sie kennen, besonders wenn es darum geht, sich vor ihnen zu schützen. Und das war mir jetzt einfach nochmal wichtig, das so aufzugreifen, weil letztlich ja auch der Volksmund nicht müde wird zu wiederholen: Letztlich geht es doch immer nur um Geld und Macht. Und Macht ist vor allem in unserem Wirtschaftsleben und Arbeitsleben allgegenwärtig. Von daher lohnt es sich in jedem Fall, Machtkompetenz zu entwickeln. Und um Machtkompetenz zu entwickeln, oder wie Christine Bauer-Jelinek gesagt hat, es macht einfach Sinn für jeden Menschen, sich seine eigenen Machtquellen bewusst zu machen und zu erschließen, müssen wir natürlich jetzt uns mal ansehen, welche Machtquellen gibt es denn eigentlich. Dazu ist zu sagen, es gibt unzählige Systematisierungsversuche, Machtquellen und spezifische Formen von Macht zu beschreiben. Und ich würde mich im Folgenden jetzt auf einen Systematisierungsversuch von Bernard Meyer, einem amerikanischen Mediator,
beziehen, der in seinem Buch Die Dynamik der Konfliktlösung dazu einiges ausgearbeitet hat. Es ist natürlich auch einfach ein unerschöpfliches Thema, was wir jetzt allein schon aufgrund der Vielzahl der in diesem Video aufgeführten Machtquellen sehen werden. Zunächst gehen wir aber mal hin und unterscheiden zwei Kategorien von Macht. Und zwar einmal die strukturelle Macht und einmal die persönliche Macht. Was verbirgt sich jetzt dahinter? Die strukturelle Macht ist im Prinzip auch die äußere Legitimation, die sich aus den zur Verfügung stehenden Ressourcen ergibt, den Rahmenbedingungen, der formalen Autorität der Beteiligten und auch einfach existierenden Wahlmöglichkeiten. Im Gegensatz dazu bezieht sich die persönliche Macht auf individuelle Eigenschaften der Beteiligten. Dazu können einfach mal zählen Entschlossenheit, Wissen, Intelligenz, Humor, Konzentration und Aufmerksamkeit, Empathie, Mut, Kommunikationsfähigkeit, Durchhaltevermögen. Wir erinnern uns nochmal daran, es sind ja immer Menschen, die miteinander verhandeln, also kommunizieren. Daher spielen diese persönlichkeitsbezogenen Machtfaktoren natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Und hier gibt es verschiedenste Ausprägungen und die Verhandlungsstrategie hängt natürlich damit auch immer davon ab, mit wem hat man es eigentlich zu tun. Ist die persönliche Macht einer Partei von gesundem Selbstbewusstsein, von Schlagfertigkeit, Intelligenz, Präsenz, respektvollem Umgang, Vertrauenswürdigkeit, Überzeugungskraft, Manieren, sympathischem Äußeren geprägt oder ist vielleicht das Gegenteil der Fall, dass die andere Partei sich arrogant, rücksichtslos, egozentrisch oder überheblich verhält? Und unterschiedliche Ausprägungen erfordern in der Verhandlung natürlich unterschiedliche Herangehensweisen. Daher ist das immer von so unschätzbarem Wert, möglichst viele Informationen über den Verhandlungspartner zur Verfügung zu haben. Und aus diesen zwei Kategorien struktureller und persönlicher Macht können wir nun weitere spezifische Formen von Macht und Machtmittel ableiten. Kommen wir mal zur Machtquelle formale Macht. Das ist so die Macht der Funktion, also Ämter, Befugnisse, Positionen, die von einer Organisation verliehen wurden, Strukturen, Hierarchien, also insgesamt formale Autorität. Und diese formale Macht liegt in der Position begründet, die jemand innehat. In Unternehmen gibt es für gewöhnlich geregelte hierarchische Strukturen, die zu berücksichtigen sind. Und da nochmal so ein Hinweis nebenbei, Frauen neigen dazu, das häufig albern zu finden, da sie, bisschen böse ausgedrückt, dem Trugschluss erliegen, es ginge doch nur um eine gemeinsame Sache. Aber das ist eben häufig nicht der Fall, weil Männer für diese Thematik deutlich sensibler sind, also wenn Hierarchien zu berücksichtigen sind. Und auch wenn es sich jetzt augenscheinlich eigentlich um eine strukturelle Machtquelle handelt, ist die erfolgreiche Anwendung der formalen Macht sehr vom Einsatz der persönlichen Macht abhängig. Um das ein bisschen zu konkretisieren, ein Chef, den überhaupt niemand ernst nimmt, der hat in vielerlei Hinsicht ein Problem. Das heißt also, auch wenn Vorgesetzte über diese Machtquelle leicht verfügen könnten, stellt sich immer die Frage, wie gehen Sie persönlich damit um? Nutzen Sie diese Machtquelle überhaupt? Ist sie Ihnen überhaupt bewusst oder wird sie unbewusst ausgespielt? Und dann stellt sich auch die Frage, in einer Verhandlung kann man selber vielleicht dafür sorgen, mehr formale Macht zu erlangen, indem man zum Beispiel als Verhandlungsziel eine Beförderung anstrebt. Das also zur formalen Macht. Dann haben wir eine weitere Machtquelle, und zwar die Informationsmacht. Es heißt ja nicht ohne Grund, Wissen ist Macht. Also eigene Erkenntnisse und Erfahrungen, Informationen, die uns zur Verfügung stehen, Bildung, Informationstechnologien und Medien, die genutzt werden können, all das kann uns natürlich helfen, diese Machtquelle Informationsmacht für uns deutlich besser zu erschließen. Konkret auf eine Gehaltsverhandlung bezogen bedeutet das, dass man sich einfach Informationen beschafft in Bezug auf den Verhandlungsspielraum, auf marktübliche Gehälter, auf Zulagen, Boni und andere den Kuchen vergrößernde Verhandlungsinhalte.
firmeninterne Machtstrukturen berücksichtigt in einer Verhandlung, firmeninterne Kommunikationsstrukturen einfach kennt und nutzt. Wer verfügt über welche Informationen? Wo liegen Schwachstellen? Wo liegen Stärken? Auch da kann man jede Menge tun, um sich diese Quelle Informationsmacht zu erschließen. Und eine Variante der Informationsmacht ist die Expertenmacht. Also hier geht es vornehmlich darum, welche Expertise bringt jemand mit? Hat jemand detailliertes Fachwissen oder spezifische Fähigkeiten? Ein Wissens- und Fähigkeitsvorsprung verschafft natürlich in jedem Fall Macht. Also wenn Sie sich einen Expertenstatus erarbeitet haben, womit Sie einen wichtigen Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten und es dann auch hinbekommen haben, diese entsprechend sichtbar zu machen, ist das eine unglaublich wichtige Machtquelle für Ihre Verhandlung und verschafft Ihnen einfach eine sehr gute Ausgangsposition, wenn Sie sie zu nutzen wissen. Dann haben wir noch eine weitere Machtquelle, und zwar ist das die Macht durch Kontakte oder Verbündete. Und auch da heißt es ja immer so schön, Kontakte schaden nur dem, der keine hat. Also was ist so die Macht durch Kontakte? Das sind Netzwerke, Seilschaften, Informanten, Förderer, Mentoren natürlich, Vitamin B im Allgemeinen und im Besonderen. Und diese Kontakte oder Verbündete können erstmal andere Entscheider sein im Unternehmen selbst, aber durchaus auch Kunden, Lieferanten oder andere Externe. Und da hat jedes Unternehmen sehr eigene Dynamiken und man muss da genau hinschauen, inwieweit das dann auch nochmal eine wertvolle Machtquelle darstellen könnte, sich eben auf diese Macht durch Kontakte oder Verbündete zu berufen oder sich diese zu erschließen. Dann kommen wir zu einer weiteren Machtquelle, der Ressourcenmacht, und das ist natürlich eine sehr zentrale Machtquelle. Ressourcen können erstmal angeboten oder vorenthalten werden, wobei in diesem Zusammenhang man auch deutlich sagen muss, nicht nur Geld ist eine Ressource, sondern ganz klar auch Zeit. Und wie heißt es immer so schön, Zeit ist Geld. Und Zeit ist das, was Arbeitnehmer den Unternehmen zur Verfügung stellen. Und die Gegenleistung dafür ist zunächst mal das Gehalt, also völlig unabhängig davon, was dann jetzt an qualitativer Leistung erbracht wird. Dennoch muss das Verhältnis ausgewogen sein. Und auch da nochmal ein Hinweis, dass besonders Frauen sich das klar machen müssen. Der Job ist einfach kein Hobby, sondern ein Deal. Und es spricht auch überhaupt nichts dagegen, dass so ein Deal auch Spaß machen kann. Also ganz im Gegenteil, das macht einen guten Deal aus. Also die Haltung, wenn der Job Spaß macht, ist das Geld nicht so wichtig, ist in ganz vielerlei Hinsicht völlig kontraproduktiv. Und man muss sich da immer klar machen, im Business hat man einfach nichts zu verschenken. Also die Zeit, die dem Unternehmen zur Verfügung gestellt wird und die genutzt wird, um gute Leistungen für den Arbeitgeber zu erbringen, ist einfach etwas wert. Und damit kommen wir zur Machtquelle Sanktionsmacht. Und in dem Zusammenhang kann man sich nochmal klar machen, dass Sanktionieren auch nicht nur Bestrafen bedeutet, sondern kontextabhängig auch für Billigen, Belohnen oder Gutheißen stehen kann. Bernard Meyer hat das so schön beschrieben, indem er sagt, das Zurückhalten einer Belohnung ist eigentlich eine Strafe und die Aufhebung einer Strafe entspricht einer Belohnung. Also auch diese Machtquelle ist natürlich für beide Seiten interessant. Wenn Sanktionen jetzt nun im Sinne von Beförderung oder Versetzung zu verstehen ist, liegt diese Macht beim Arbeitgeber oder beim Vorgesetzten. Aber wenn wir genauer hinsehen, haben natürlich auch Arbeitnehmer Sanktionsmacht. Also ein berühmtes Beispiel dafür wäre zum Beispiel die Dienst nach Vorschrift oder die Haltung, dann bin ich eben weg. Also die Belohnungs- und Bestrafungsmacht beruht auf der Möglichkeit, erstmal Druck auszuüben, indem man Belohnungen wie jetzt Lohnerhöhungen, Sonderurlaube, Karriere oder Fördermaßnahmen und Bestrafungen, wie zum Beispiel Abmahnungen, Versetzungen, Gehaltskürzungen, Entlassungen etc. in Aussicht stellt und die Macht hat, sie eben auch durchzusetzen.
Also sowohl die Drohung mit unerwünschten Konsequenzen als auch das Versprechen möglicher Vorteile sind natürlich außerordentlich wirkungsvolle Machtinstrumente oder Machtquellen. Und dann kommen wir zu einer weiteren Machtquelle, die Belästigungsmacht. Wobei man sagen muss, dass diese Machtquelle manchmal auch als die Macht der Machtlosen bezeichnet wird. Gemeint ist damit eigentlich, dass jemand mit relativ wenig Aufwand relativ viel Ärger bewirken kann. Also das Beispiel dafür wäre zum Beispiel, wenn man im Unternehmen eine E-Mail total versehentlich an einen falschen Empfängerkreis sendet. Und dazu ist zu sagen, dass das natürlich keine Machtquelle ist, die man nutzt, wenn man an fairen Maßstäben interessiert ist. Aber Belästigungsmacht kann natürlich auch dahingehend verstanden werden, dass man in Bezug auf einen Termin für ein Gehaltsgespräch aktiv dranbleibt und sich, wenn notwendig, dann auch einfach mal ein zweites oder drittes Mal zu Wort meldet, um sein Ziel zu erreichen. Und manchmal ist das möglicherweise auch notwendig, wenn so die andere Seite die Taktik einer strategischen Verhandlungsverweigerung irgendwie fährt. Also sagt irgendwie immer wieder vertrösten und vertrösten und vertrösten, und dadurch ist dann halt ein Zeitgewinn schon mal erzielt worden, und möglicherweise steckt dann auch ein bisschen die Absicht dahinter. Nun gut, wenn man jetzt so 3, 4 Mal gegen die Wand gelaufen ist, dann versucht man es halt auch gar nicht mehr auf ein neues. Und ja, wie gesagt, Belästigungsmacht ist was, darüber sollte man schon mal nachdenken, wie dosiert man diese einfach auch einsetzen möchte, könnte, sollte oder muss. Und dann kommen wir zur Machtquelle Verfahrensmacht. Und hiermit ist gemeint, da geht es um die Fähigkeit, einen Entscheidungsprozess zu steuern oder zu beeinflussen. In Bezug auf eine Gehaltsverhandlung stellt sich da die Frage, wer trifft die Entscheidung, ob die Gehaltsverhandlung stattfindet oder nicht. Also, wir hatten das eben schon mal bei der Belästigungsmacht. Man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht immer wieder auf einen späteren Zeitpunkt vertröstet wird. Und wie gesagt, da so diese strategische Verhandlungsverweigerung dann so zum Zuge kommt. Aber das ist nicht alles in Bezug auf die Verfahrensmacht. Es bezieht sich auch darauf, wer bestimmt eigentlich die Agenda bzw. das Setting, wenn es dann zur Verhandlung kommt? Und das ist eben auch der Grund, warum es so unglaublich wichtig ist, eine Gehaltsverhandlung oder auch ein Mitarbeitergespräch so gut vorzubereiten. Es ist so, dass erfahrene Verhandler davon ausgehen, dass aufgrund mangelhafter Vorbereitung häufig 80% des Potenzials, was zur Verfügung gestanden hätte oder Verhandlungsgegenstand hätte werden können, einfach verschenkt wird, weil eben nicht genug Hirnschmalz in die Vorbereitung gesteckt wird. Und jemand, der gut vorbereitet ist, hat natürlich dann auch die Möglichkeit, im Vorfeld eine Agenda zu erstellen, die Punkte zu definieren, die er in jedem Fall besprochen haben möchte, und kann sich damit eben auch jede Menge Verfahrensmacht im Rahmen einer Verhandlung, speziell einer Gehaltsverhandlung, erschließen. Dann kommen wir zur Machtquelle Status Quo Macht, was auch als Gewohnheitsmacht oder Trägheitsmacht bezeichnet wird. Und da geht es um die Frage, wer ist in der Lage, Veränderungen zu verhindern, anstatt sie zu fördern. Wir wissen alle, dass es im Normalfall schwieriger ist, Dinge zu verändern, als den Status Quo zu erhalten. Wenn jetzt also eine Partei mehr Geld möchte in der Gehaltsverhandlung, ist das ja dann häufig einfach mal das Verhandlungsziel, dann bedeutet das erstmal Veränderung. Und das ist auch der Grund, warum man unbedingt selbst die Initiative ergreifen muss und sich aktiv um so ein Verhandlungsgespräch kümmern muss. Weil für den Vorgesetzten oder das Unternehmen ist es erstmal augenscheinlich bequemer, wenn alles beim Alten bleibt. Also warum sollte man freiwillig eine Veränderung herbeiführen, wenn man über die Status Quo Macht verfügt? Dass das natürlich auch sehr kurz gesprungen ist, wenn der Vorgesetzte oder das Unternehmen das so sieht, dass wenn ein Mitarbeiter sich nicht zu Wort meldet oder eine Mitarbeiterin, dass dann ja alles in Ordnung ist. Wie gesagt, das ist sehr kurz gesprungen und funktioniert natürlich so auch nicht immer, aber trotzdem wird man mit dieser Machtquelle Status Quo Macht konfrontiert werden können. Und dann kommen wir auch zur letzten Machtquelle, zur moralischen Macht. Und moralische Macht entsteht,
wenn sich ein Verhandlungspartner auf allgemein geteilte moralische Maßstäbe oder Werte beruft, die er speziell verletzt sieht. Also wenn jemand sich zum Beispiel auf unfaires Verhalten, fehlende Anerkennung und Wertschätzung, ungerechte Bedingungen, ungerechte Entlohnungssysteme oder solche Dinge beruft. Und das kann natürlich ebenfalls sehr, sehr wirkungsvoll sein, hängt aber natürlich wie immer stark davon ab, wie die jeweiligen Verhandlungspartner ticken. Also jemand, der Gutes tut oder es glaubhaft schafft, sich so als Opfer darzustellen, überzeugt damit eher, als wenn er augenscheinlich nur seinen eigenen Vorteil sucht. Aber wie gesagt, man muss schon gucken, wie tickt der Verhandlungspartner und kann man damit unter Umständen die andere Seite auch hochgradig verärgern, wenn man der anderen Seite unfaire Mittel unterstellt. Das ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber kann natürlich richtig angewendet sehr wirkungsvoll sein. Und damit kommen wir zur Legitimation der Machtausübung, also richtig angewendet, um da nochmal so die Brücke zu schlagen. Und Christine Bauer-Jelinek unterscheidet dabei die äußere und die innere Legitimation, wobei die äußere Legitimation der Machtausübung, also das Erschließen der Machtquellen und diese zielgerichtet einzusetzen und zu nutzen, die äußere Legitimation bestimmt sich dabei aus der Funktion, die den Rahmen bestimmt, in dem man sich bewegen darf. Also da sind wir dann wieder am Anfang bei diesen Kategorien, bei der strukturellen Macht. Und die innere Legitimation ist die, die vom Gewissen gesteuert wird. Die Ausübung von Macht muss man sich eben auch einfach selbst gestatten. Und letzteres setzt einfach auch voraus, dass man sich so mit seinen eigenen Werten auseinandergesetzt hat, was zuweilen auch wirklich Arbeit bedeuten kann. Weil das ist natürlich ein Unterschied, ob man jetzt zu seinen eigenen Werten irgendwie Bescheidenheit zählt und das wichtiger findet als Unabhängigkeit oder Fairness oder. Das ist also ja, Arbeit und Arbeit, die sich lohnt. Es lohnt sich sowieso immer, sich mal mit seinen eigenen Werten zu beschäftigen und zu hinterfragen, was ist einem eigentlich wichtig und wie tickt man da eigentlich? Und ist man in dem Umfeld, in dem man sich bewegt, auch überhaupt richtig, richtig aufgehoben? Ja, das war jetzt jede Menge zu den Machtquellen. Man sieht also, es ist ein ganz spannendes Feld, mit dem man sich natürlich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag auseinandersetzen kann. Aber ich denke, es ist ein bisschen klar geworden, dass es eben unterschiedlichste Machtquellen gibt, die man sich erschließen kann. Und wenn wir uns dann daran erinnern, dass Macht ja auch kontextabhängig ist und sich schnell verschieben kann, ist es dann sehr hilfreich, diese Machtquellen so als Modell vielleicht auch im Kopf zu haben. Und in Ihrem Handout, also was dann unter dem Video auch verlinkt wird, finden Sie da auch nochmal eine Übersicht all dieser dargestellten Machtquellen und können vielleicht einfach mal sehen, inwieweit Sie auf eine bestimmte Verhandlungssituation bezogen, einfach mal einordnen, wer verfügt eigentlich über welche Machtquelle. Ja, und damit dann viel Spaß. So. Und damit kommen wir nun zu dem Kapitel, was können Sie konkret tun, um Ihre Verhandlungsmacht zu stärken? Wir haben uns jetzt ja die Machtquellen intensiv angesehen und das ist natürlich jetzt Anfang und Ende im Prinzip. Also machen Sie sich Ihre Machtquellen bewusst, weil das gibt Ihnen einfach Sicherheit für die Verhandlung. Und die folgenden Punkte werden Sie auch im Handout finden. Stellen Sie sich die Frage, welche Machtquellen finden Sie sympathisch? Über welche Machtquellen verfügen Sie bereits? Welche Machtquellen können und wollen Sie überhaupt nutzen? Welche Machtquellen könnten Sie noch ausbauen, so wie wir das zum Beispiel bei der formalen Macht in Bezug auf eine Beförderung hatten? Welche Machtquelle haben Sie noch nicht? Wird Ihnen aber von der anderen Seite vielleicht schon zugestanden? Auch das ist immer ganz spannend, sich da mal Gedanken drüber zu machen. Welche Quellen liegen auf der anderen Seite und wird diese andere Seite diese Quellen überhaupt nutzen? Gehen Sie hin und definieren Sie Ihre Ziele, also am besten mehrere Ziele, um auch den Kuchen immer vergrößern zu können.
Setzen Sie Prioritäten, was Sie auf jeden Fall erreichen möchten in der Gehaltsverhandlung und was vielleicht nicht so wichtig ist. Und nehmen Sie sich vor, sich nicht mit billigem Lob vertrösten zu lassen, zulasten eines anderen Verhandlungsziels. Bewerten Sie das Risiko auch realistisch, also überspannen Sie den Bogen nicht und versuchen Sie in jedem Fall unkontrollierte Eskalationen zu vermeiden. Es geht immer darum, die eigenen Interessen mit angemessenen Waffen zu verfolgen. Und an dieser Stelle würde ich auch ganz gerne mein Credo nochmal loswerden. Niemand bezahlt mehr, als er muss, und wer nicht fragt, bekommt auch nichts. Im Business haben Sie einfach nichts zu verschenken. Sie müssen für Ihre eigenen Interessen einstehen, weil niemand mit großer Wahrscheinlichkeit freiwillig und anerkennend auf Sie zukommen wird, um Ihnen wertschätzend das zu bezahlen, was Sie denn eigentlich so verdient hätten. Das ist dann jetzt auch nochmal auf den Folien zum Nachlesen. Und möglicherweise haben Sie jetzt festgestellt, dass Sie doch schon über einige Machtquellen verfügen und auch ganz gute Karten für die Gehaltsverhandlung haben. Und dann würde ich sagen, gehen Sie gut gelaunt und bestens vorbereitet in die Gehaltsverhandlung. Und damit kommen wir nun zu dem Kapitel, was gehört zu einer guten Verhandlungsvorbereitung dazu. Und ich hatte eingangs schon erwähnt, dass ich Ihnen da ganz gerne meine Piazza-Formel für gute Verhandlungsergebnisse vorstellen möchte. Eine Formel, die ich mir jetzt so selbst ausgedacht habe im Laufe meiner Arbeit in Bezug auf Verhandlungen und die ich sehr einprägsam finde, weil Piazza ja nichts anderes ist als das italienische Wort für Marktplatz, dem Symbol für Verhandlungen schlechthin. Also sehen wir uns mal an, wofür die einzelnen Buchstaben in Piazza stehen. Also P ist für mich dann Power und das bedeutet ja nichts anderes als Macht. Ist halt einfach nur mit dem englischen Begriff meines Erachtens deutlich positiver belegt in unserer Kultur als das Wort Macht, weil Power ja nicht nur Macht, sondern auch Leistung, Energie, Vermögen, etwas zu tun bedeutet. Und das ist in unserem Berufs- und Arbeitsleben schon etwas, was anerkannt und wertgeschätzt wird. Das ist aber jetzt nicht alles, was zu einer guten Verhandlungsvorbereitung dazu gehört. Das I steht in dem Zusammenhang für mich für Interessen. Und zwar müssen Sie sich im Vorfeld Gedanken machen um Ihre Interessen und die der anderen Seite. Es ist halt immer so, dass man versucht herauszufinden, welche Probleme löst man und was ist es der anderen Seite wert, diese Probleme zu lösen. Also was sind eigentlich die ureigensten Interessen, was man jetzt nicht mit Positionen verwechseln sollte. Eine Position wäre, ich will einfach 1.000 Euro mehr verdienen und unabhängig davon, mit welchen Bedingungen das verknüpft ist, das ist total kontraproduktiv. Ich habe dazu auch einen ausführlichen Blogartikel geschrieben, wo es darum geht, Positionen und Interessen zu unterscheiden. Auch das finden Sie in meinem Blog, also das I steht für die Interessen beider Seiten. Und dann müssen Sie sich im Vorfeld Gedanken darüber machen, mit welchen Argumenten können Sie diese Interessen durchsetzen. Also steht das A für Argumente. Wir hatten auch kurz schon erwähnt, dass man sich natürlich Ziele setzen muss. Also man sollte Ziele definieren für eine solche Verhandlung, die, mit denen man sich gut fühlt, die dann für einen in Ordnung sind, die auch priorisieren. Und es ist dann, das ist das zweite Z, wichtig, auch einen angemessenen Verhandlungszeitpunkt zu erwischen. Auch dazu habe ich einen ausführlichen Blogartikel geschrieben, weil zur falschen Zeit am falschen Ort kann einfach alles zunichte machen. Also da gibt es einfach Dinge zu berücksichtigen, dass auch der Verhandlungszeitpunkt angemessen sein muss. Und das A, das letzte A bei Piazza, steht für Alternativen, weil nichts verschafft Ihnen mehr Verhandlungsmacht als Alternativen zu haben. Und Alternativen zu entwickeln ist eben auch Teil einer Verhandlungsvorbereitung. Das können Sie nicht mehr in der Verhandlung tun, dann ist es natürlich zu spät. Aber im Vorfeld können Sie sich sehr wohl Gedanken darüber machen, was wären eigentlich Ihre Alternativen, wenn die Verhandlung nicht zu Ihrem gewünschten Ergebnis führen sollte. Und damit haben wir dann alles nochmal auf einen Blick. Also meine persönliche Piazza-Formel für gute Verhandlungsergebnisse, also denken Sie immer an den Marktplatz und dass 80% des Verhandlungserfolgs in der Vorbereitung liegen.
Und dann vielleicht noch zum Schluss etwas, was gerade in Bezug auf Gehaltsverhandlungen einfach überhaupt nicht zu vernachlässigen ist. Ich würde da ganz gerne noch einen Satz zu sagen. Wir sind nicht nur für unser Tun verantwortlich, sondern auch für das, was wir nicht tun. Und das klingt jetzt erstmal ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, aber ich meine das dahingehend, dass man vielleicht einfach sich mal klar macht, dass die Gehaltsentwicklung einen unglaublichen Zinseszinseffekt im Laufe eines Erwerbslebens darstellt. Und ich habe das auch auf meiner Webseite, da können Sie das gerne nochmal nachgucken. Es ist einfach nur mal ein simples Beispiel, wo wir von einem Einstiegsgehalt von 3.000 Euro monatlich bzw. 36.000 Euro jährlich ausgehen. Und wenn wir jetzt mal annehmen, dass Sie 30 Jahre lang überhaupt keine Gehaltsanpassung erhalten, dann haben Sie nach 30 Jahren 1 Million Euro verdient. Wenn wir jetzt annehmen, Sie schaffen das, dass Ihr Gehalt jährlich um 3% erhöht wird, dann haben Sie nach 30 Jahren 1,7 Millionen Euro verdient. Und sollten Sie eine jährliche Anpassung um 5% erreichen, haben Sie nach 30 Jahren 2,5 Millionen Euro verdient. Das heißt, es ist einfach eine Differenz von 1,5 Millionen Euro. Und das klingt dann immer so weit weg in 30 Jahren, aber es ist, wie gesagt, dieser Zinseszinseffekt. Und deswegen ist das so unglaublich wichtig, dass man diesbezüglich keine Zeit verliert und nicht einfach jahrelang, ne, also so zum gleichen Gehalt in einer Wartestellung verharrt, in der Hoffnung, dass die andere Seite das dann schon ausgleichen wird. Und damit gehe ich jetzt mal davon aus, dass Sie aus gutem Grund Interesse an diesem Video hatten und ich freue mich wirklich, wenn ich Ihnen einige Aha-Momente verschaffen konnte. Mir ist natürlich bewusst, dass das jetzt sehr viel Content war in diesem Video und daher kommen wir auch langsam zum Ende. Ich kann Ihnen nur empfehlen, lassen Sie sich dabei unterstützen, Ihre Gehaltsverhandlung oder auch Ihr Mitarbeitergespräch vorzubereiten. Sie können dabei nur gewinnen. Warum ist das so? Es hat einfach jeder blinde Flecken in Bezug auf die eigene individuelle Situation und das ist der Grund, dass die 10 besten Verhandlungstipps häufig auch einfach gar nicht weiterhelfen. Die besten Argumente erarbeitet man einfach strukturiert mit einer neutralen Person. Und warum sage ich neutral? Weil das private Umfeld häufig kaum helfen kann und das berufliche Umfeld tabu ist. In Bezug auf das private Umfeld ist das ein bisschen dahingehend gemeint, es hilft Ihnen überhaupt nicht, wenn irgendjemand sagt, nun lass dich da mal nicht über den Tisch ziehen und zeig denen das mal richtig. Das ist überhaupt nicht zielführend. Und das berufliche Umfeld ist deswegen tabu, weil es eben einfach noch ganz häufig ein ungeschriebenes Gesetz ist, dass man über Geld auch vor allen Dingen in Unternehmen und mit Kollegen nicht spricht. Und das macht auch wenig Sinn, dagegen zu verstoßen. Es ist natürlich auch immer individuell unternehmensabhängig, aber grundsätzlich sind die Unternehmenskulturen durchaus noch so gestrickt, dass man da auch sehr schnell riskiert, Vertrauen einzubüßen. Und insgesamt ist es auch immer so zu betrachten, nach der Verhandlung ist auch vor der Verhandlung. Sie haben eine gute Verhandlung geführt, wenn man mit Ihnen erneut verhandeln möchte. So, das nochmal als kleiner Tipp am Rande. Und es ist eben auch so, dass es im stillen Kämmerlein häufig schwerfällt, die Ziele so zu definieren, dass sie sich auch wirklich gut anfühlen und sinnvoll sind. Auch das ist einfach im Austausch viel einfacher zu eruieren. Was macht denn überhaupt Sinn? Wie priorisiere ich meine Ziele? Was sind meine Interessen, um darauf nochmal zurückzukommen? Das Gleiche gilt auch für die Entscheidung, wann bzw. was der beste Verhandlungszeitpunkt ist. Und die eigenen Alternativen einzuordnen, fällt häufig auch sehr schwer ohne den Austausch mit einer neutralen Person, weil ihnen einfach nichts so viel Verhandlungsmacht verschafft, wie Alternativen zu haben. Abgesehen davon macht es natürlich ganz viel Sinn und auch Spaß, sich mit der eigenen individuellen Situation mal strukturiert zu beschäftigen und mal zu reflektieren. Wie sieht das eigentlich aus bei mir? Bin ich da noch so richtig? Und was muss passieren, damit sich das auch wieder oder weiterhin richtig anfühlt? Und dann kann ich Ihnen versichern, dann braucht es auch keine Verhandlungstricks oder Verhandlungstaktiken mehr. Sie werden dann ganz sicher nicht mehr überrumpelt, weil Sie das für sich ganz klar auf der Agenda haben,
was sie als angemessenes Verhandlungsziel betrachten. Ich habe das einfach ganz häufig erlebt bei meinen Kunden. Also sie trauen sich mehr, sie bekommen mehr, sie fühlen sich besser, sie haben ihre Situation einfach deutlich verbessert und insgesamt ist es auch ein gutes Gefühl, sich um das eigene Leben auch aktiv zu kümmern. Es geht letztlich auch um Fairness, Wertschätzung und Anerkennung für sie. Und was kann da wichtiger sein? Wenn Ihnen jemand einfällt, mit dem Sie diese Verhandlungsvorbereitung durchführen können, dann würde ich sagen, werden Sie aktiv und geben Sie Ihr Bestes und ich wünsche Ihnen wirklich gute Verhandlungserfolge. Sollten Sie jetzt sagen, oh, so richtig fällt mir da niemand ein, kontaktieren Sie mich gerne über meine Webseite, per E-Mail, per Telefon oder auch über das Kalendertool, was hinterlegt ist. Und ich würde mich sehr freuen, Sie auf meiner Webseite, auf meinem Blog oder vielleicht auch bei den nächsten Videos wieder begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, Ihre Karin Schwarr.